Wir könnten selbst mit Shorias alten Schuhen Millionäre werden. Macht euch bereit, meine Lieben. Ich meine Diebinnen. Leute, wenn ihr nett fragt, gebe ich euch alles, selbst Shorias Schuhe. Aber jetzt ist das Ritual dran. Also lasst uns bitte Shorias Schuhe lassen, wo sie sind. Shoria, bitte setz dich hin. Hey Vicky, bitte tu mir einen Gefallen. Bitte lass mich diese Schuhe stehlen. Nehal, wenn du sowas sagst, gewinnst du vielleicht mein Herz, aber nicht die Schuhe. Ja. Hey Vicky, pass mal lieber auf. Es geht schließlich um unseren Ruf. Hey Nehal, du gewinnst. Du bist meine Tochter. Es geht um unseren Ruf. Ja, ja, lass mich los. Näher an das heilige Feuer, Meg. Los, beeil dich. Komm schon, Meg, näher an die Flamme. Wenn deine Stola voller Sprengstoff erstmal Feuer fängt, wird das hier alles niederbrennen. Die Stola hätte schon explodieren müssen. Was ist denn los? Meg! Keine Sorge, Meg. Meg, es wird alles gut werden. Ich bin hier. Dir passiert nichts. Keine Sorge. Meg, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Es sind nur kleine Verbrennungen an der Hand. Ich habe ja gesagt, dass eine Mutter nicht zur Hochzeit ihres Sohnes gehen sollte. Aber niemand hat auf mich gehört. Warum muss immer etwas schief gehen? Ich habe Angst. Was habe ich dir gesagt? Bitte vertrau mir. Dir wird nichts zustoßen. Ich bin bei dir. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Warum hat die Stola überhaupt gebrannt? Ich denke, ihre Stola hat das heilige Feuer berührt. Und Feuer gefangen.
Svetlana, was ist das? Warum sind hier Drähte? Und warum riecht sie bitte so chemisch? Was ist hier los? Keine Ahnung. Von mir hat sie die Stola nicht. Wer hat dir die geschenkt? Deine Grandma hat sie mir gegeben. Ja, richtig. Und die sieht aus wie die, die ich ihr gegeben habe. Aber ich weiß nichts von Drähten. Die Stola habe ich ihr nicht geschenkt. Jemand muss sie vertauscht haben. Was soll das heißen? Aber wer würde so etwas tun? Ich frage mich, wie etwas so Gefährliches bei all der Security und all den Sicherheitsmaßnahmen hierher gelangen konnte. Jemand war in ihrem Zimmer und hat die Stola ausgetauscht, ohne dass wir es gemerkt haben. Wo ist Inspektor Munjal? Ruf ihn her. Meine Stola hat Feuer gefangen. Wie lösche ich das Feuer? Ihre Stola hat gebrannt, und? Selbst wenn Mac verbrannt wäre, mir wär's egal. Geh und sag ihm, dass Inspektor Munjal beschäftigt ist. Los! Was passiert ist, war ein schlechtes Omen. Ich denke, wir sollten eine Grashanti Puja abhalten. Nein, Dolly. Wir werden heute noch heiraten. Wir halten uns weiter in einen Zeitplan. Entzünden Sie das heilige Feuer. Mist. Wir werden heiraten. Wir machen alles wie geplant. Uns wird nichts in den Weg kommen. Was ist los? Munjal weigert sich herzukommen. Haben Sie ihm gesagt, was passiert ist? Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ihm wäre es egal, wenn Ihre Frau verbrannt wäre. Aufgabe, alle zu schützen. Wie wollen Sie uns beschützen, so betrunken wie Sie sind? Wenn Mac etwas zugestoßen wäre, würde ich Sie auf der Stelle umbringen. Auf der Stelle! Ich werde Sie umbringen. Was fällt Ihnen ein, einen Polizisten zu schlagen? Sie sollten sich besser zusammenreißen, sonst mache ich Sie fertig. Ich soll mich zusammenreißen, Hallo, Commissioner. Der Inspektor, den Sie uns geschickt haben, ist völlig nutzlos. Mehr als nutzlos. Er hat auf nichts aufgepasst. Fast wäre es zu einem Unglück gekommen. Er will Sie sprechen. Ja, Sir. Okay, Sir. Ja, okay, Sir. Sie halten sich für sehr schlau. Sie denken, Sie dürfen alles. Sie denken, dass ich suspendiert werde. Sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Und wer sind Sie? Hä? Wer sind Sie? Wollen Sie das wissen? Wollen Sie wissen, ha? Shoria, ha? Das hat keinen Sinn. Wir sollten nicht unsere Zeit mit ihm verschwenden. Der Commissioner kümmert sich um ihn. Was? Mich schüchtern Sie nicht ein. Ich mache Ihnen das Leben zur Hölle. Sie haben ja keine Ahnung, was ich tun werde. Wenn Sie erst erfahren, wer ich bin, werden Sie sich wundern. Und jetzt verschwinden Sie. Security!
Tun Sie, wen Sie wollen. Machen Sie doch! Mir egal! Das macht doch keinen Sinn, Shoria. Shoria! Der Commissioner wird sich um ihn kümmern. Shoria, bitte! Shoria, Kana! Shoria, bitte! Es war ein Fehler, sich mit mir anzulegen. Warte ab, was ich jetzt nun tun werde. Wisst ihr, sie wäre beinahe vor ihrer Hochzeit gestorben. Habt ihr die Horoskope vor der Hochzeit nicht gelesen? Diese Rituale sind vielleicht der Welt wichtig. Vielleicht auch unseren Familien. Aber mir bist nur du wichtig. Denn ich sehe dich schon lange als meine Frau. Also werde ich genau das tun, was du tun möchtest. Wenn du die Hochzeit verschieben willst, dann werden wir das tun. Wenn du jetzt heiraten willst, dann schwöre ich dir, dass uns niemand aufhalten wird. Das Einzige, was für mich zählt, sind unsere Versprechen. Und deshalb werde ich tun, was du tun möchtest. Versprochen. Und mit dir an meiner Seite, Meg, würde ich alles überstehen. Ich halte alles aus. Und zwar mit Freuden. Ich werde dich niemals verlassen. Du entscheidest, ob wir jetzt heiraten oder später. Nein. Shoria Kanna, ich möchte dich jetzt unbedingt und auf der Stelle heiraten. Und von jetzt an möchte ich mich jedem Problem als Mrs. Shoria Kanna entgegenstellen. Was passiert ist, ist aus irgendeinem Grund passiert. Schließen wir damit ab. Lass uns endlich heiraten. Ich werde im Pavillon auf dich warten. Lass uns gehen, Mehe kommt. Nein, Mansi. Ich kann nicht hingehen. Wenn etwas Wahres dran ist, an dem, was Shorias Tante gesagt hat, dann... Aber seit wann glaubst du denn an solche Sachen? Mansi, es ist egal, ob ich daran glaube oder nicht. Das Einzige, was zählt, ist Mehex und Shorias Glück. Du kannst gehen. Ich komme nach dem Kanyadan. Munjal. Besser, Sie kommen nicht auf dumme Gedanken. Ich gebe Ihnen Ihr verdammtes Geld. Ihr Sohn hält sich was Besseres, hä? Er hat mich geschlagen und mir gedroht, mich suspendieren zu lassen. Ich zeige ihm, zu was ich in der Lage bin. Sie werden gar nichts tun. Reißen Sie sich besser zusammen. Ich gebe Ihnen mehr Geld, als Sie sich überhaupt vorstellen können. Das müssen Sie. Sie müssen mir so viel geben, wie ich verlange. Wenn nicht... bringe ich Ihren Sohn für diesen Mord hinter Gitter. Los, rufen Sie den Commissioner an. Na los, klären Sie das mit ihm. Wenn der Commissioner mich suspendiert, ruiniere ich Ihren Ruf. Und den Ruf Ihrer gesamten Familie. Ich spreche mit den Medien. Sie werden gedemütigt. Sie werden nirgends mehr hin können. Bitte setzt euch wieder. Wo ist meine Mom? Hat sie jemand irgendwo gesehen? Hören Sie, Kanna. Ich will das Geld in 10 Minuten oder ich mach sie fertig. Inspektor, gehen Sie besser nicht zu weit. Was soll das denn jetzt heißen? Lassen Sie das Theater jetzt sein. Sie haben mich in den letzten 4 Stunden nicht bezahlt. Sie spielen scheinbar auf Zeit. Und Ihr Sohn hat gedroht, mich suspendieren zu lassen. Soll ich etwa ignorieren, was er getan hat? Ich sage es Ihnen. Ich bringe ihn hinter Gitter. Da
Dann kommen Sie vielleicht zur Vernunft? Wagen Sie es nicht, mir zu drohen. Sagen Sie mir einfach, wie viel Geld Sie von uns wollen. Hey, was fällt Ihnen ein, so respektlos mit mir zu reden? Geben Sie nicht so an, sonst bringe ich Ihren Sohn wegen Mordes ins Gefängnis und demütige Sie in der Öffentlichkeit. Ohne Mom heiraten? Das kannst du nicht tun. Geh, Shorya. Hol deine Mom. Wenn sie nicht hier ist, dann will ich nicht heiraten. Geh schon. Bitte, bitte findet Shorya. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Mutter, wo ist Shorya? Meg! Meg! Shorya? Ich warte im Pavillon auf dich, ja? Ich bringe meine Mom her, Meg. Ich komme zurück und werde dich heiraten. Bitte warte auf mich. Egal, was Sie wollen. Ich werde das tun, was ich will. Verstanden? Ich sage jedem, was er getan hat. Ich gehe. Warten Sie! Warten Sie hier! Sie gehen nirgendwo hin! Hey! Wollen Sie nicht verstehen? Lassen Sie mich! Ah. Mom! Munchal! Was fällt Ihnen ein, meine Mama zu fassen? Ich bringe sie um! Shorya! Shorya! Shorya, lass ihn! Shorya, hör auf damit! Was fällt Ihnen ein? Shorya, lass Shorya, ihn! Shorya, lass ihn! Shorya, lass ihn! Lass ihn bitte! Hey! Was fällt Ihnen ein, mich anzugreifen und zu schlagen? Sie genießen Ihr Leben heute nur, weil ich Ihnen einen Gefallen getan habe. Ansonsten wären Sie jetzt im Gefängnis! Hey, Sie Mörder! Wissen Sie, wen Sie getötet haben? Was soll der Unsinn, hä? Sie sind doch betrunken, hä? Shorya! Shorya, lass ihn los! Lass seinen Kragen los! Hey! Mom, was ist hier los? Sie wird Ihnen nichts sagen. Ich sage es Ihnen. Ich will die Wahrheit. Ich will es wissen. Reden Sie! Wollen Sie die Wahrheit? Wollen Sie es wirklich wissen? Wollen Sie wissen, was Sie vor 12 Jahren getan haben? Sie saßen hinterm Steuer des Wagens, von dem Max Eltern damals überfahren und getötet wurden.